So, hallo und herzlich willkommen zu dem dritten Teil meines, ja, jetzt helfe ich mir nicht, ein Bücherregal-Tour-Videos. Und ja, hier sind wir jetzt auf dem obersten Stock und da drüber ist so ein Bild von einer Madonna oder Maria. Das habe ich jetzt, ich bin nicht gläubig oder so, aber ich kenne das schon seit ich in Berlin bin, also seit ich ganz klein bin, und das ist so halt, steht da halt immer so da, wird aber auch nicht groß von mir beachtet. Ja, aber egal, eigentlich geht es ja jetzt um meine Comics. Also das erste muss ich jetzt nicht bewegen, weil das schon ziemlich gut hier so alleine steht. Das ist die Mauer. Bericht aus Palästina, das fand ich nicht so gut, das Comic. Ich fand es irgendwie sehr nicht zum Kippen. Ja, du auch bitte jetzt nicht. Sehr unübersichtlich. Und da geht es einfach um dieses Leben in Palästina und viel mit politischen Hintergründen und was die Risiken und so sind. Und ja, naja, in Palästina ist es ja jetzt gerade momentan auch nicht so ohne da zu leben. Und dann hat da ein Reporter. Hat irgendwie einen israelischen Freund oder so gehabt. Und dann ist er zu dem hin und hat sich quasi den Alltag zeigen lassen und hat es aber diesmal halt auch sich aufgeschrieben. Das hat er nämlich irgendwie bei seinem ersten Besuch nicht gemacht. Und ja, es geht halt wirklich um das Leben in Palästina und ja, die politische Lage dort, so grob gefasst. Genau, und ja, das ist das Comic. Dann haben wir hier, also das steht schon so gut alleine, Aya nennt sich das. Da geht es um ein afrikanisches Mädchen oder ein Mädchen, was in Afrika lebt, so rum. Und ja, da wird eigentlich nur so ihren Alltag beschrieben und ein bisschen so das Frauenbild dort in Afrika, dass es so selbstverständlich ist, dass man dort ja einen niedrigeren Rang hat und ja, das war das Bild der Frau, sich gerade am Umwandeln ist sozusagen, aber das natürlich noch nicht in allen Schichten der Gesellschaft angekommen ist. Und sie ist auch noch ausgerechnet das hübscheste Mädchen in diesem Dorf oder im Kaff, wo sie da wohnt, und kriegt das ziemlich zu spüren. Aber es ist halt auch so, dass sie nicht, also sie ist jetzt nicht so zurück, also sie ist nicht so schüchtern oder so, aber sie will halt eine moderne Frau sein und nicht in dieses Frauenbild reingequetscht werden. Und das ist halt, also dieses Thema wird thematisiert und wurde reingewebt in die Geschichte, die überwiegend den Alltag quasi widerspiegelt. Und ja, ist also auch so eine nicht Liebesgeschichte, sondern Lebensgeschichte mit. Ja, mit dem Frau, also als Schwerpunkt als Thema halt das Frauenbild dort hat in Afrika. Genau. Fand ich schon wesentlich übersichtlicher. Hinten gibt es sogar so einen kurzen Ausschnitt von dem Comic, wie das in etwa aussieht. Und ich finde das irgendwie viel übersichtlicher als das andere, weil da ist es so, dass, also bei den Palästina, das ist nicht so wie bei diesem Comic hier, das ist da nur so ein paar Sprechblasen gibt, sondern dort ist es so, dass es überall Text gibt und ganz klein gedruckt und dann auch diese politischen Fachbegriffe, und das ist so anstrengend zu lesen und ich habe auch manchmal nicht alles verstanden und das hat es dann auch noch schlimmer gemacht. Ja, dann kommen wir zu einem anderen ja, Comic oder Graphic Novel oder wie auch immer das nennen wollt. Das ist von Flix, da war mal was. Es gibt von dem, glaube ich, auch noch mal eine ein Comic oder mehrere Comics. Wow, sorry. Und ja, und zwar ist es so, dass das auch irgendwie, ich glaube, oh mein Gott, mir fällt dieser Klassiker nicht ein. Ja, egal, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall gibt es eigentlich also Comics, die halt in Nee, Klassiker, die in Comics umgewandelt worden sind, so rum. Genau, und hier ist es halt so, dass es jetzt mal ein anderes Thema auffasst als so klassische Stücke, sondern hier geht es jetzt ja, sieht man ja schon, um die Mauer und das Leben in der Mauer, nicht in der Mauer, hinter der Mauer oder in der Mauer, naja, nicht in der Mauer, hinter der Mauer, so rum, in Berlin, und wie es damals halt einfach so war, wenn man, ja,
Also von Ost- und Westseite sozusagen gesehen sind da Lebensgeschichten und es kommen unterschiedliche Charaktere drin vor auch. Und jeder erzählt eine andere Lebenssicht hinter dieser Mauer, die es da damals gab. Und ja, genau. Also ja. Okay, dann Ach geht's so, weiter. was ich vergessen habe, bevor wir zum nächsten Regal gehen. Ich habe meine Comics, meine Asterix und Obelix-Comics hier. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die zeigen soll. Wartet kurz, vielleicht mache ich das mal irgendwie. Keine Ahnung, ich mache das jetzt irgendwie. Einmal Asterix und Obelix und der Arvanenschild habe ich. Wie mache ich das jetzt? Ich lasse die einfach immer da unten, dann räume ich die später wieder ein. Dann Asterix und Obelix, ja, feiern Geburtstag habe ich. Dann die Trabenstadt. Genau. Dann also Asterix und Obelix bei den Belgiern. Dann habe ich Asterix bei den Briten. Also Asterix und Obelix eigentlich, aber egal. Ich nenne immer beide, auch wenn da eigentlich nur Asterix drauf steht. Und dann auch Asterix, das Geschenk Cäsars. Genau. Ja. So. Okay, weiter geht's. Wir sind jetzt vom ersten, also von oben gesehen, ersten Regal zum zweiten geswitcht. Und ja, da steht ein Mainzelmännchen oder Heinzelmännchen, ich weiß leider nicht genau, wie man die jetzt nennt. Ich liebe die ja und ich war das so toll. Die habe ich auch, irgendwie habe ich das auf der Buchmesse oder so bekommen. Dieses süße Ding. Fokussiert das überhaupt? Fokussiert meine Kamera überhaupt? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ja, habe ich halt so ein kleines Figürchen da und finde ich irgendwie ganz knuffig, stehe auf die. Ja. Dann fangen wir jetzt einfach mal hier an. Ich weiß nicht, wie ich dieses Genre nennen würde. Ich würde einfach sagen, das sind so Bücher mit ein bisschen mehr Tiefgang, in Anführungsstrichen, so. Das hier war ein richtiger Flop, meiner Meinung nach. Was ich dich träumen lasse, genau. Und hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich war echt enttäuscht. Ich habe mir so viel erhofft, weil ich das Cover so gerne mochte, aber weil ich eigentlich gar nicht so viel negative Sachen über dieses Buch gehört habe. Und irgendwie weiß ich nicht, aber es hat mir gar nicht gefallen. Ja. Dann habe ich hier die Achse meiner Welt. Eigentlich gehört es meiner Mutter, aber sie will das gar nicht mehr irgendwie jetzt im Bücherregal haben. Und es wäre nur ein Zimmer weiter in einem anderen Bücherregal. Und dann dachte ich mir so, ist ja egal, wo das steht. Dann, wenn sie es nicht mehr so wirklich haben will, dann kann ich es ja haben. Und das fand ich wirklich gut, das Buch. Also es hat mir echt gut gefallen. Und jetzt spinnt das hier schon wieder. So, dann kommen wir zu einer meiner Bücher, die ich wirklich, wirklich, wirklich gerne mochte. Es ist, ja, ich würde sagen, schon einer auf meiner Lieblingsbücher. Aber man muss diese Art von Geschichte und von Spannung und was auch immer mögen, weil es ist kein Buch, was actiongeladen ist und da passiert auch nicht viel. Also eigentlich passiert fast gar nichts, in Anführungsstrichen, sondern es geht eher um eine Frau, die versucht, erwachsen zu werden und es ist jetzt aber nicht so diese schwierige Verhältnisse, also einfach das Gefühl, dass jeden Menschen, den sie in ihr Leben hat, irgendwie stirbt, weil da sterben ganz viele um sie herum und sie kommt somit in eine leichte, also eine schwere Melancholie und eine leichte Depression und ja, aber sie findet es auch, also findet irgendwie dann später auch einen Weg, ohne dass sie jetzt eine Therapie machen muss. Und es wird auch nicht gesagt, ja, sie hat jetzt Depression, aber ja, also für mich kam das so rüber, weil es ihr einfach nicht so gut ging und wie gesagt, alle Menschen auch um sie weggestorben sind und dann muss sie halt irgendwie damit lernen, umzugehen. Ja, Survive, wenn der Schnee mein Herz berührt. Ich liebe das Buch auch. Ich fand das echt toll. Eigentlich wollte ich mir ja die mit diese Ausgabe mit der Hand holen. Und in ihrer Hand ist das doch dann so eine weiße Rose oder sowas. Mochte ich auch ganz gerne. Vor allem, es war meine Liebesgeschichte, die echt anders war. Und das fand ich echt toll. Und es war einfach anders. Müsst ihr schon selber lesen. Ich werde euch jetzt nicht zu viel davon verraten, aber hat mir wirklich gut gefallen. Und ja, auch wenn die Protagonistin ein bisschen naiv war und das Thema, um das es da eigentlich ging, auch sehr plakativ. Was heißt plakativ? Es geht halt eigentlich
Also das Mädchen hat halt Depressionen, aber es geht nicht wirklich um das Buch Depressionen und das merkt man. Aber das tut der Sache jetzt, also der Geschichte nicht wirklich was an. Aber ja, also man kann jetzt nicht erwarten, jemand, der das liest und denkt, oh, das Buch handelt jetzt nur von Depressionen, das stimmt in dem Fall nicht. Nee. Dann Chick. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Auch wenn ich den Vater dieses Protagonisten nicht mochte und ihn echt hätte gegen die Wand klatschen können. Ja. Dann habe ich hier ein Buch, wo eigentlich noch ein zweites Buch stehen würde. Und zwar, ich habe, wenn ich bleibe, und nur diese eine Nacht habe ich auch, aber das ist ja eine Dialogie, diese Reihe. Und dieser der zweite Teil, der hat keine Freundin oder eine Klassenkameradin von mir ausgeliehen. Und keine Ahnung, wann sie den lesen wird. Bis jetzt hat sie es noch nicht gemacht und deshalb weiß ich auch noch nicht, wann ich das, also nur diese eine Nacht wieder zurückbekomme. Aber ich habe halt den ersten Teil hier. Und die Dialogie hat mir wirklich gut gefallen. Ich mochte aber sie als Protagonistin einfach viel mehr als ihren Freund, weil im zweiten Band ist ihr Freund halt der Protagonist. Und mir gefällt die Sicht von ihm nicht so. Nee, mir gefällt mir einfach besser. Ja, dann haben wir hier Colleen Hoover, Hope Forever. Das ist so ein Buch, wo ich auch nicht so richtig weiß, was ich davon halten und denken soll. Ich habe mir erhofft, dass es so wie ein John Green in die Richtung geht, eine Liebesgeschichte, aber es ist halt keine typische Liebesgeschichte. Sie hat wirklich mehr Tiefgang und so weiter wie bei John Green. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, aber ja, also ich fand es schrecklich am Anfang, wie sie da dargestellt worden ist. Ich hätte heulen können, als ich das Buch angefangen habe, weil nee, ging gar nicht. Sie war so doof. Ich mochte sie überhaupt nicht. Sie war so naiv und ich weiß nicht. Und dann er, der ja so, ich weiß nicht, so der Bad Boy ist. Ja, super, ich weiß, das ist in vielen Dystopien oder bei Selection oder weiß ich wo, die Auswahl oder bei hier der Amor-Trilogie. Ja, da weiß ich, dass es um Liebe geht. Super. Und ich weiß auch, dass es um diese Oberflächlichkeiten gehen wird später. Und da erwarte ich mir keinen Tiefgang. Aber bei so einem Buch, ja, was schon auch so einen Titel trägt und was viele auch irgendwie in ihren Rezensionen so vermittelt haben. Ja, und dann habe ich ewig, ewig, ewig lesen müssen, bis es endlich wirklich mal angefangen hat. Und zwar im Sinne von, dass dann erst die ganzen tiefen Abgründe von Sky oder wie sie hieß, ja, keine Ahnung, wie hieß sie denn? Ja, Sky. Dann letztendlich, sorry, ja, thematisiert worden sind. Und das war auch wirklich ein gutes oder ja, weniger als die Hälfte des Buches. Und sowas finde ich echt schade, weil das war echt gut. Und ich mochte den Schreibstil von Colleen Hoover. Und sie hat auch Potenzial, an John Green ranzukommen, finde ich, von der Geschichte und vom Aufbau. Aber trotzdem ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn ein Viertel so aufgebaut wäre mit dem Kennenlernen und dass sie sich so ein bisschen wie eine Nutte aufführt oder eine, ja, es ist jetzt übertrieben, es tut mir leid für die, die das Buch mögen. Aber am Anfang kam sie mir so leicht rüber, auch wenn sie mal versucht hat, es zu leugnen. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie, am Anfang, ich dachte mir so, okay, es geht nur ein Viertel des Buches, es ist nicht so schlimm, es ist halt an der Anfang. Ja, aber dafür wird ja der Rest des Buches gut sein. So, und das war es dann einfach nicht. Und deshalb wärst du enttäuscht. Das ist auch bei Ich fürchte mich nicht oder dieser Shadow Me-Reihe. Das Ende war echt genial. Und das, Okay, sorry, ich war, Kamera, also Akku ist gerade leer gewesen. Ja, also auf jeden Fall fand ich das sehr schade. Ich finde es generell schade an Büchern, wo man wirklich sieht, dass das echt guter Schreibstil ist und wirklich mir das eigentlich gut gefällt. Halt aber irgendwie der Anfang oder die, ja, meiner Meinung nach die Geschichte zu, ich weiß nicht, also. Also zum Beispiel bei der Ich fürchte mich nicht Reihe war es ja einfach so, dass ich mir mehr Dystopie oder was auch immer erhofft habe als so eine Liebesgeschichte. Dann hätte ich mir eine reine Liebe, also ein Buch mit einer reinen Liebesgeschichte holen können. Da hätte ich dann auch die Liebesgeschichte gehabt. Aber ich habe es ja auch wegen den Dystopie-Elementen gekauft oder Fantasy-Elementen. Und bei dem hier dachte ich mir halt auch, ja, so, das ist halt wie bei John Green, dass das einfach wirklich irgendwie eine besondere Liebe ist und irgendwie war das am Anfang so, ich weiß nicht, so typisch und das war für mich ein bisschen deprimierend und erst am Ende wurde das wirklich gut und ja, naja, fand ich nicht so cool. Ich will die Will und Laken und oder wie die so Reihen heißt, warte, die Will und Laken Reihe, ja, die werde ich auch nicht lesen. Ich habe überlegt, ob ich sie mir hole, aber ich werde sie nicht holen. Ich will aber von ihr Confess oder so lesen, weil kleine Moni meinte irgendwie, dass das Buch
ja, anders ist als die normalen, die Colleen Hoover halt im Deutschen übersetzt hat. Ja, dann kommen wir hier zu einem Buch, das ist von John Green und David Levinson geschrieben. Ja, das Buch fand ich so, naja, da geht es auch ein bisschen so um, es geht um zwei Wills und die haben eigentlich extrem unterschiedliche Lebensgeschichten und kennen sich auch erstmal gar nicht am Anfang. Aber ja, irgendwie lernen sie sich dann kennen und es geht auch ein bisschen um das Erwachsenwerden und wie es ist, wenn man schwul ist und ja, das ist so die Thematik. Ja, dann kommen wir hier zu den John Green Büchern. Ich mag ja John Green sehr gerne, sorry. So. Eine wie Alaska ist das erste Buch, was ich euch jetzt zeige. Und das fand ich eigentlich ganz gut, war aber nicht das Beste, muss ich ehrlich sagen. Mir das Beste war wirklich von ihm, das Schicksal von Mieser Verräter fand ich am besten. Und ich habe es echt sofort verschlungen, so die Bücher sind ja echt nicht dick. Und Margaret Spuren, das fand ich auch ganz cool. Also die sind so meine zwei Lieblingsbücher. Und das fand ich aber auch trotzdem ganz gut und das war auch ganz okay. Dann habe ich zwei Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Die gehören nicht zusammen, aber ich werde es euch trotzdem jetzt so zeigen. Einmal zusammen ist man weniger alleine und Alles Glück kommt nie. Genau. Ja. So, jetzt sind wir von oben gesehen und beim dritten Fach, aber auch von unten gesehen, nicht vom dritten Fach. Hast du früh gefreut. Aber ja, wir sind jetzt schon recht mittig. Ja, ich habe euch ja hier schon mal in meinem davorigen Video gezeigt. Ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge ihr euch das Video hier anschaut. Aber das ist ja der dritte, also somit der letzte Teil. Und im zweiten habe ich diesen großen Regal hier abgearbeitet und euch einmal die Reihen vorgestellt. Und da hatte ich ja meine Hardcover und auch Hardcover-Bücher und auch Dystopie- und Fantasy-Bücher. Und hier sind nochmal zwei. Ich weiß, dass ich da nochmal nämlich dann vieles in die Richtung verschieben werden muss. Denn hier möchte ich mir ja noch den zweiten Teil kaufen und auch den dritten Teil, weil ich will diese Reihe beenden. Auch hier hinten habe ich nochmal ein paar Reihen angefangen, also außer Phantasmen von Karl Mayer, das fehlt jetzt nicht. Und das heißt, die brauchen ja auch noch Platz. Also habe ich hier somit schon ein bisschen vorgedacht sozusagen. Und ja, das ist dann der Platz, wo dann die aufgeschoben werden, die Bücher. Und da habe ich jetzt aber erstmal zur Deko so ein, es ist ein Froschprinz, ja. Also ein Frosch, der halt irgendwie als Prinzessin ist. Das ist eigentlich eine Sparbüchse, die ich immer geschenkt bekomme von meiner Tante. Und ja, da ist mir aber der Stöpsel unten irgendwie mal verloren gegangen und ich kann ja schlecht sparen, wenn, naja, der Stöpsel unten nicht mehr da ist. Oder eher gesagt, ich könnte es schon, aber ja, irgendwie habe ich gerade auch, ich habe eh gerade eine andere Sparbüchse. Genau. Und dann habe ich hier noch so eine Seerose, die will ich jetzt mal nicht unbedingt anfassen, weil mir ist da hinten schon ein Zacken weggefallen. Also es gab da hinten, also ihr seht ja hier, es gibt so kleinere Blätter und so große und davon ist mir schon eins hier hinten abgebrochen. Ich kann es ja einmal für euch drehen hier, sieht man das sehr gut. Und deshalb habe ich das auch extra so gedreht, dass man das nicht sieht. Ja, naja. Egal, aber es geht ja jetzt um die Bücher. Und da habe ich einmal hier die Tintenreihe, ich weiß leider gar nicht, wie man die die Reihe so als Überbegriff heißt. Aber ich habe halt einmal Tintenherz, habe ich schon gelesen. Und Tinten, was ist das jetzt? Tintenblut habe ich noch nicht gelesen. Habe ich mal angefangen, kam irgendwie bis zur Mitte oder sowas. Aber ja, bin dann irgendwie nicht mehr weitergegangen. Eigentlich ist das falsch. Gut, so. Und weiß auch gar nicht, ob ich die Reihe jemals beenden werde. Es gibt die inzwischen auch schon als Taschenbücher. Ich würde mir natürlich dann Hardcover holen, aber ich glaube, die sind auch gar nicht mehr so teuer, die Hardcovers, weil das einfach schon eine Buchreihe ist, die es sehr lange schon gibt. Genau, dann habe ich hier eine nicht so schöne Buch, also so ein, eigentlich auch nur die Reihen, also, ugh, sorry, ich habe gerade irgendwie einen Zungenknoten. Nochmal, ich habe die Reihe eigentlich schon vor langem, also den ersten und zweiten Teil habe ich von der Wasserläuferreihe schon gelesen, die ist von Karl Mayer. Das ist der dritte Teil und den gab es nie in der Bibliothek, das heißt, ich habe in der Bibliothek mir nur den ersten und zweiten ausgeliehen, aber den dritten habe ich halt irgendwie immer nie bekommen und jetzt habe ich den spontan mal ergattert als Hardcover und ich bin in der Überlegung, ob ich auch die zwei weiteren Teile mir holen werde, aber ich weiß noch nicht, ob ich die dann komplett rereaden werde.
Ich weiß noch ziemlich gut, um was es in der Reihe ging, weil mit die mir sehr, sehr gefallen hat, die Reihe. Und ich einfach die Idee sehr, sehr gut fand und auch die Protagonistin sehr mochte. Also weiß ich sehr genau, was noch im ersten Teil passiert, oder fast sehr genau, was im ersten Teil passiert ist. Der zweite Teil ist schon etwas verschwommener, das weiß ich nicht mehr. Da müsste ich dann nachlesen, um dann letztendlich den dritten Teil zu lesen. Aber ja, ich denke mal, es ist auch ein ganz schöner Schinken. Mal sehen, wann ich das machen werde. Ja. Genau. So, jetzt muss ich mal hinknien. Jetzt kommen wir zu meiner Krimi-Reihe. Ich habe euch ja in meinem zweiten Teil auch schon die Krimi-Reihe, also mein Krimi-Teil, mein Krimi-Buch-Reihe, whatever, wie ihr das immer nennen wollt, euch schon gezeigt. Und hier geht es weiter. Es ist ein bisschen versetzt, leider, kann man ja hier sehen. Aber, ja. Und da gibt es ja auch Reihen, die ich hier angefangen habe. Und hier habe ich auch noch mal ein Buch, was eigentlich nicht wirklich dazu gehört. Wobei ich zu dem Buch hier auch noch gleich was sagen werde. Als Deko habe ich hier so ganz kleine Bücher. Ich zeige euch die auch mal, weil die sind ja auch Bücher, ne? Die Kunst der Traumdeutung ist das hier. Das ist das kleine Buch. Das lege ich mal hier runter. So. Dann habe ich kleine Schutzengel, das sind so. Ich habe so kleine Gedichte drin, also ja, genau, kleine Gedichte sind da drin, also christliche Zitate. Und hier habe ich einmal noch von Hermann Hesse Siddhartha, habe ich nicht gelesen, möchte ich glaube ich aber auch nie lesen. Ich habe es aber, ich finde diese Ausgabe so schön und die Bücher sind ja auch gar nicht so günstig, diese kleinen. Deshalb werde ich das behalten. Ich werde es einfach als Deko weiterhin behalten, weil mir gefällt das einfach total und ich mag es, so ein kleines Buch zu besitzen. Und dann, Schöne neue Welt, habe ich ja scheinbar schon mal gelesen letztes Jahr, wobei ich sagen muss, dass echt wenig hängen geblieben ist von diesem Buch. Oh, das heißt, eigentlich möchte ich das oder möchte und will es auch noch mal rereaden, weil, ich glaube, ich habe das einfach so schnell durchgelesen, um zu sagen, ich kann es lesen. Aber oder ich habe es gelesen, so rum. Ich kann ja lesen, aber dass ich es gelesen habe. Aber ich habe einfach vieles mir nicht gemerkt. Und es ist ja einer der ersten Grundlagen für Dystopien, diese. Also es ist eine dystopische Welt, in der die Geschichte spielt. Und ja. So, jetzt aber kommen wir zu ja, den Büchern hier. Da habe ich als erstes einmal Krähenmädchen. Fand ich ganz okay. Mir gefiel die Geschichte und sehr gut und auch der Schreibstil. Aber ich habe sehr zu bemängeln, dass es ein komisches und ja, sehr offenes Ende hat. Ich weiß, dass es eine Reihe ist, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe 400 Seiten gelesen und stehe noch am Anfang, sagen wir es mal so. Nur, dass ich ein bisschen mehr Hintergrundwissen habe. Und das hat mich geärgert. Ich hatte nichts Greifbares und das mochte ich zum Beispiel bei der Sebastian Fitzek-Reihe der Augensammler, der Augenjäger, mochte ich das einfach viel, viel mehr, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, ich habe was gelesen und nicht, okay, ich habe jetzt irgendwas umsonst. So. Es hört sich jetzt irgendwie leicht krass an, aber anders kann ich das halt jetzt gerade nicht ausdrücken. Aber trotzdem, ich will auf jeden Fall diese Reihe weiterlesen und beenden. Ja. So, was haben wir? Ah, hier haben wir mit offenen Augen die Geschichte von Freaky Green Eyes. Und das ist einer der besten. Es ist kein Krimi, weil es nicht einen Ermittler gibt in dem Buch. Aber es passieren Morde in dem Buch. Und diese Geschichte ist so krass, sie ist so krass, vor allem das Ende, es hat mich so umgehauen. Und das ist auch so ein Buch, wo es von außen eine perfekte Familie gibt, aber von innen alles zerbricht. Und das, ja, besser kann ich das Buch nicht beschreiben. Dann habe ich hier Boy, nobody, so. Ich bin dein Freund, ich bin dein Feind. Habe ich noch nicht gelesen. Ist übrigens eine Trilogie. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das damals gekauft habe. Ich war irgendwie der Meinung, ich muss so ein Buch besitzen und habe es mir dann gekauft. Ich habe gar nicht so den Drang, das Buch zu lesen. Aber ja, mal sehen, vielleicht kommt das irgendwann mal dran. Und dann habe ich hier noch Geisterblume und ich habe das Buch gesehen und wollte es unbedingt haben. Ich habe es auch sofort gelesen, als ich es bekommen habe.
Es war aber ein Riesenfehler. Ich weiß nicht mal, warum man das Thriller nennt. Weil da sind fast keine Ermittlungen. Es ist eigentlich so gut wie gar nichts. Da wird nur ein Leben vor im Luxus erzählt. Aber sie selber ist an, also sie sieht so aus wie ein verschwundenes Mädchen. Ich glaube, es war sogar ihre Cousine oder so. Und die Auflösung ist richtig, richtig doof. Es ist so blöd. Mich hat das so geärgert. Und nur am Anfang ist es spannend, weil das so ein bisschen wie ein Krimi oder ein Thriller anfängt. Und dann aber, als es übergeht zu dem Luxusleben, was sie dann führen darf, weil sie halt den Platz der Cousine einnimmt unter bestimmten, also warum, wieso, weshalb, müsst ihr da selber lesen. Aber es war echt ein Flop. Also es hat mich echt enttäuscht. Ich habe mir irgendwie mehr erhofft von dem Buch und ja, habe dem gerade mal, glaube ich, 3 Sterne gegeben. 2 oder 3 Sterne. Ich mochte das dann nicht so. Nee. Ja, gut. So. Weiter geht's. Wir gehen jetzt hier runter. Und ja, hier sind so meine witzigen Bücher. So humorvollen Bücher. Und da sind so meine Liebesbücher, oder was heißt Liebesbücher? Eigentlich Liebesgeschichten, also Bücher, die, ja, ich weiß nicht, es ist ein bisschen, bei manchen, also bei diesen 2 hier bin ich mir nicht sicher, ob ich die mit hochstellen soll, da wo Colin Hoover und John Green und so stehen, weil die sind ein bisschen tiefgründiger, aber ich, und das hier auch, stimmt, und das hier auch, aber ich weiß noch nicht so genau, weil eigentlich gehört das hier, da komme ich noch später auf die jeweiligen Bücher, aber auf jeden Fall, da bin ich mir noch nicht ganz zufrieden mit der Platzwahl momentan. Aber fangen wir erstmal, ja, von vorne an. Ich fange jetzt einfach erstmal mit dieser Reihe an, weil da habe ich jetzt auch schon gerade was dazu erzählt. Und ja, hier habe ich ja immer das Lied in der Weide. Und eigentlich ist das auch ein bisschen, es ist so ulala. Weil einerseits, also es geht eigentlich hier um ein Mädchen, die sehr lebensfroh ist und die in einem Dorf wohnt. Und ihre Mutter kümmert sich so gut wie gar nicht um sie und sie muss sich halt um ihre Geschwister kümmern. Und der Stiefvater ist halt auch fast nie da, er arbeitet halt, um das Geld einzutreiben. Und ja, sie ist ein sehr lebensfröhliches Mädchen, es geht auch um ihr Leben und ihren Alltag. Und das ist aber sehr schön, weil das ist so, es spielt nicht in unserer Zeit, es spielt, glaube ich, wann, steht da gar nicht. Aber es spielt in der Zeit, wo es gerade mal die ersten Telefone und Radios und so gab. Also ich glaube im 20. Jahrhundert oder so. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann passiert es halt, dass sie missbraucht wird und wie sie damit umgeht. Darum geht es dann auch in dem Buch. Aber es ist nicht psychologisch gesehen, sondern sie macht es auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist so, deshalb, wer das Buch gelesen hat, weiß, was ich meine. Aber ich denke mal, nicht so viele von euch da draußen werden das Buch gelesen haben. Wobei ich das sehr empfehlen kann. Ich habe nur 5 Sterne bekommen. Es war echt ein unglaublich tolles Buch. Ich weiß nicht, wer von euch, ich glaube, das wird euch aber eher was sagen, die Bücherdiebin, wer von euch die schon gelesen hat, die wird ja jetzt sicher verstehen, wenn ich sage, dass die Protagonistin auch sehr lebensfreudig war. Und das ist sie halt auch. Und das ist, ich finde, die manchmal ähneln die sich auch, die Charaktere oder die Protagonisten. Und da weiß ich halt, das habe ich jetzt erstmal dahingestellt, weil ich noch nicht genau weiß, wo ich das hinstellen soll. Dann habe ich hier einmal noch, ja, damals, Tipsys sonderliche Liebesgeschichte. Die war lustig, das war auch so ein, das spielt nicht in unserer Zeit, aber das zeigt auch schon das Cover, sondern es ist auch so eine lustige Liebesgeschichte. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es ein Adelshaus ist, aber es ist halt so ein, es ist so eine bessere gestandene Familie. Also die ist jetzt nicht arm oder so. Und sie ist halt, es wird halt in ihrem Leben ein bisschen was von ihrem Leben erzählt und dann halt auch, wie sie das erste Mal jemanden kennenlernt. Genau. So, weiter geht's. Und zwar, ja, eins sollte ich dir noch sagen, habe ich noch nicht gelesen und kann auch dementsprechend nichts dazu sagen. Müsste ich aber demnächst auch mal beenden. Ist auch gar, also was heißt beenden? Lesen. Ist auch gar nicht so dick. Und ja, spielt aber auch nicht in unserer Zeit. Puh, mal sehen. Ja, dann geht's weiter mit
Liebe ist stärker als der Tod von Konsalik. Meine Mutter war entsetzt, als sie gesehen hat, dass ich so ein Buch von ihm gekauft habe. Also meinte so, schreibt einfach nur so plakative Liebesgeschichten. Und ich meinte so, ja, kann sein. Aber ich habe gehört, dass das Buch irgendwie tiefgründiger sein soll, mal abwechslungsreich in seinem Genre, dass er was Tiefgründiges schreibt und dass das ihm eigentlich gar nicht so schlecht gelungen ist. Und deshalb wollte ich mir das Buch auch mal holen, um auch selber mir einen Eindruck zu machen, wie mir der Autor gefällt. Und ob die Liebesgeschichte wirklich tiefgründiger ist oder nicht. Bin ich aber auch sehr zwiegespalten, wenn ich das Buch dann demnächst mal lesen sollte. Ja. Dann Girls Parts auf Liebe programmiert. Ich weiß auch nicht, warum ich das Buch jeweils gekauft habe. Aber ja, irgendwie war ich der Meinung, ich brauche sowas. Ich glaube, weil ich noch nie was über Roboter gelesen habe. Und da geht es um ein Robotermädchen, das einem Jungen beibringen soll, Gefühle zu haben. Dann habe ich hier wie eine Hecke voller Himbeeren. Habe ich gelesen, war eine echt süße Teenager-Liebesgeschichte. Aber sie war nicht oberflächlich, im Gegenteil, sie war überhaupt nicht oberflächlich. Hat mich sehr verwundert. Ich habe es ein bisschen sogar bereut gehabt, dass ich das so lange vor mich hingeschoben habe. Dann komme ich zu einem Buch, wo ich lange nicht wusste, wie ich das einkategorieren soll. Es ist eine Liebesgeschichte, aber die hat auch viel das basiert auf vielen Zwischenebenen. Und manche Sachen sind auch zwischen den Zeilen. Und ja, es ist schon eine Liebesgeschichte doch. Und die war aber auch, also die war manchmal sehr schwer. Also es hat mich manchmal ein bisschen runtergezogen. Und deshalb habe ich auch, als ich das Buch gelesen habe, habe ich auch eine Pause gemacht bei der Hälfte und den Rest dann, ich glaube, fast einen Monat später dann gelesen. Und so wird das Buch beendet. Das Buch heißt ja jetzt inzwischen Punktlandung in Sachen Liebe, aber ich habe diese alte Ausgabe, die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick, und war echt eine süße, süße Geschichte, ja. Wo ein Mädchen auf dem Flug zu der Hochzeit seines Vaters in, ich weiß gar nicht, ob es New York oder wo spielt es? Ja, in New York findet halt diese Hochzeit statt. Ach nee, sie sitzt dann da in New York fest und sie will halt auf die Hochzeit ihres Vaters und da lernt sie halt auf dem Hinflug einen süßen Jungen kennen. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den Büchern hier. Ja, hier habe ich einmal Gregs Tagebuch Nummer 6 scheinbar. Keine Panik, ich mag Gregs Tagebuch, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt das auch, von Idioten umzingelt habe ich auch gelesen. Und irgendwie finde ich das irgendwie toll, das zwischendrin mal zu lesen. Und es ist einfach, meistens finde ich die Witze dort lustig. Dann On Sea Left We See, See Siegessäule ist auch ein wirklich lustiges Buch für zwischendurch. Es ist auch ein gutes Sommerbuch, würde ich sagen. Und es hat mir wirklich gut gefallen. Es hat auch mal meinen Humor getroffen, weil der einfach ein bisschen mit Klischees arbeitet, aber es ist nicht so oberflächlich. Und ja. Danke für meine Aufmerksamkeit, fand ich so okay, war eine süße Geschichte für zwischendurch, ja, aber ist jetzt nicht so, dass man das unbedingt gelesen haben muss. Genau das gleiche gilt hier auch für das Buch Hummeldumm, fand ich okay, war zum Schmunzeln, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Genau, dann gehen wir jetzt zum letzten Fach über, das ist jetzt mein letztes. Ja, da habe ich ein bisschen so meine psychologischen, naja, weiß ich nicht, aber hier sind so ein paar, ja, eigentlich gehört das Buch da nicht hin, so rum, wartet. Es geht hier, also hier sind Bücher, die ich auch erstens nicht wirklich zuordnen kann und zweitens, ja, ich weiß nicht so richtig, was das jetzt für Bücher sind, aber das waren jetzt Bücher, die ich irgendwie nirgends richtig zuordnen konnte, wie ich schon gerade gesagt habe. Außer die hier, das sind die das hatte viel mit Psychologie zu tun. Ja, ich fange jetzt einfach mal mit Sophies Welt an, von Garde geschrieben. Fand ich toll. Mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Und da geht es wirklich um viele ethische Fragen. Und dann fand ich einfach echt gut
geschrieben und gut gemacht. Und Josh Steingarder, das ist der gleiche Autor wie Sophies Welt, Noras Welt, und da geht es ums Thema Umwelt, und das fand ich auch ganz toll, das Buch. Das hat mir wirklich gut gefallen, auch ebenfalls, ich mag seinen Schreibstil. Und könnte mir auch vorstellen, es gibt irgendwie von ihm noch irgendwas über das Universum. Könnte ich mir noch vorstellen, vielleicht mal von ihm zu lesen. Dann habe ich von Richard David Brecht, wer bin ich und wenn ja, wie viel, fand ich genial. Ich habe das Buch verschlungen. Und dann habe ich noch von ihm, Die Kunst, kein Egoist zu sein, möchte ich auch sehr bald lesen. Und bin mal gespannt, wie mir das gefallen wird. Dann habe ich hier nochmal zwei Bücher von Diana Teller. Einmal Krieg, da geht es halt, du bist der Protagonist und was wäre, wenn in Deutschland Krieg wäre? Und da geht es um das Thema Flüchtlinge. Also wie wäre es, wenn du selber Flüchtling bist? Und hier geht es halt um unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Themenbereiche, wie zum Beispiel einmal interviewt sie einen Mörder, und dann geht es halt um diese Frage, was ist gut und was ist böse, oder gibt es noch Graustufen dazwischen, so Themen bearbeitet sie. Und ich habe die beiden Bücher auch schnell durchgehabt, ich fand die echt toll. Dann habe ich hier Expedition ins Ungewisse, habe ich nicht gelesen, müsste ich eigentlich noch lesen, habe ich auch schon ewig. Lucy habe ich schon gelesen, ist ein echt tolles Buch, hat mir wirklich gut gefallen. Und ja, eine verrückte Vorstellung von einem Experiment, aber trotzdem fand ich gut. Dann habe ich hier Enderman Spring, habe ich mal angefangen zu lesen, eigentlich gehört das zu meinen Fantasy-Sachen, aber mal sehen, ich muss mal gucken. Die passen fast da oben nicht mehr rein. Ich muss irgendwie da nochmal irgendwie umräumen. Dann mal. Ich merke, dass ich trotzdem noch ein bisschen Platzmangel habe. Naja, auf jeden Fall fand ich das sehr toll. Da geht es um ein Buch, was halt Rätsel verbirgt. Und er wird halt von bösen Leuten gejagt, während er dann durch halb England rennen muss, um sich vor den bösen Mächten zu schützen. Ja. Dann geht es hier, ich wusste gar nicht, dass das der zweite Teil einer Dialogie ist. Ich glaube, es ist eine Dialogie oder war es eine Trilogie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war eine Dialogie. Und hat mir super gut gefallen. Ich weiß auch, dass ich 5 Sterne vergeben habe. Und eigentlich möchte ich den ersten Teil auch nochmal lesen. Und das fand ich echt toll, das Buch. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das hier fand ich auch ganz toll. Wer ist Violet Park? Da geht es um ein Junge oder ein Mädchen. Ich weiß es gar nicht mehr. War das jetzt ein Protagonist? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war ein Protagonist und keine Protagonistin. Und der findet eine alte Urne. Und ja, muss so einiges mit dieser Urne, erlebt so einiges mit dieser Urne. Und in dieser Urne ist halt Violet Park drin, obwohl er die alte Dame nie kennengelernt hat. Und dann Jurassic Park. Fand ich richtig gut. Richtig, richtig gut. Okay, manche Sachen waren ein bisschen unrealistisch, aber viele Fakten über Dinos und so. Und ich mag ja so wissenschaftliche Sachen über Dinos. Das habe ich auch während dem zweiten Teil meines Videos, also meines Bücherregaltours angeschaut hat. Weiß auch, dass ich mehrere Dino-Bücher besitze. Ich muss sagen, mir hat das Buch wesentlich mehr gefallen als der Film. Der Film ist einfach nur so unrealistisch. Aber das Buch ist echt nicht schlecht. Ja, so, das war's auch schon mit meinem Video. Wartet, ich werde kurz einmal aufstehen und euch nochmal mein Bücherregal zeigen. Also, wir haben jetzt das hier, das kleine hier, habe ich jetzt mit euch durchgemacht. Und ja, genau. Das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Es tut mir leid, wenn das so verwackelt ist manchmal, aber ich habe kein Stativ. Ich hatte die ganze Zeit mit meiner Hand und ja, ich habe mir Mühe gegeben, sie so still wie möglich zu halten. Und es ist auch gar nicht so einfach, die Bücher mit einer Hand rauszuziehen und dann wieder reinzustecken. Manchmal kippen die um oder so. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat, dass ihr viel Spaß hattet und hoffe, dass wir uns in einem nächsten Video von mir sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.